Sattler, Hallöchen und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge Defected. Freut mich, dass du hier eingeschaltet hast. Ich habe das Problem der letzten Folge gelöst, ja. Wir haben jetzt einen schicken Hammer hier. Wo ist er? Auf der 1. Man sollte natürlich auch Platz im Werkzeuggürtel schaffen, ja. Deswegen konnten wir nicht bauen. Jetzt haben wir ihn. Wir sehen jetzt hier, wir können die Wände aufwerten mit Dry Bricks. Zeige ich jetzt gleich, wie es geht. Den Zaun können wir auch aufwerten, allerdings erst mit Zement. Heißt, wir müssen zusehen, dass wir jetzt demnächst den Zementmixer hinkriegen. Erstmal müssen wir was trinken, glaube ich. Dirty Water, ne, hier, das können wir alles trinken. Da ist immer noch 63 drin, da ist nichts drin. Wir brauchen Proteine und Fette, wir haben nichts mehr, aber wirklich, ja, nicht gut. Das heißt, wir müssen jetzt mal jagen gehen, ob wir wollen oder nicht. Hier sind übrigens Dry Bricks, die können wir mal gerade alle aufheben. Machen wir das jetzt zuerst so, gucken mal, wie das aussieht. Oh, nein, Wooden Wall... Upgrade to Brick Wall, 10 Dry Bricks. Haben wir die jetzt hier drin? Wir haben 9. Das war ja wieder klar, dass genau einer fehlt. Aber ich habe einen in die Kiste gelegt. Der müsste hier sein. So. So, packen wir auf die anderen drauf. Warum auch immer der jetzt quer liegt. Das ist lustig. Entweder liegt er quer oder er liegt hochkant. Beides gleichzeitig. Irgendwie, man kann ihn nicht drehen. Jetzt gucken wir mal. Rechtsklick. Nein. Linksklick. Tada. Sehr geil. Ach, das war schon wieder. Die kommen immer öfter und öfter. Es nervt, ne? Im 5-Minuten-Takt sind die wirklich hier. Es ist grauenvoll. Es ist grauenvoll. So, jetzt gucken wir mal. Wir haben ja den Clay geholt, ne? Dazu müssen wir nochmal hier rein. Wir haben irgendwie Platz hier drin. Das ist echt schlimm. Wir den Bogen mal weg. Wir können den wieder nehmen, die Stone Pickaxe. Den können wir auf Seite tun, weil den brauchen wir nur zum Aufwerten. Wir können die Axt mitnehmen. Dann haben wir alles hier, inklusive Stein haben wir auch zum Reparieren. Gucken wir jetzt mal, wie wir das Zeug hier nämlich gesammelt kriegen. Geht eigentlich relativ schnell. Wir müssen gerade alles reparieren wieder. Wegen den Depots. Es nervt langsam. Müssen wir zusehen, dass wir das schön hinkriegen. Ich will dann Zement hinkriegen, dass wir den Zaun hier aufwerten können. Dass der auch mal ein bisschen mehr aushält. Das wäre so mein Traum. Den, nein, den. Stone Pickaxe. Dann gehen wir mal gucken, wo hier welcher ist. Natürlich ist jetzt keiner mehr hier. Vorher war hier alles voll. Jetzt ist nichts mehr da, ne? Guck, da ist noch einer. Hallo, Schaf. Kannst ruhig laufen gehen. Ist mir gerade egal. So. Sehr schön. Clay, 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 Clay. Ganz viel Clay. Okay, ne? Da noch was. Das ist ein kleiner Stein. Das ist aber nicht schlimm. Da kommen wir jetzt gleich direkt ein. Oh, wir haben schon eine neue Axt. Okay. Dann brauchen wir das nicht unbedingt. Können die drei aber zurückbringen gerade. So, wir brauchen ja auch noch normale Steine, um Sand zu machen. Den Sand brauchen wir, um gleich unsere Bricks zu machen. Oh, hier ist schon wieder Clay. Jetzt findest du wieder nur überall Clay, weißt du? Jetzt wollte ich gerade Steine suchen. Nein, Clay. Aber nicht schlimm, nehmen wir gerne mit. So, wir nehmen jetzt mal zwei Steine und machen daraus nämlich in der Werkbank Sand. Wir sehen, aus zwei Steinen kriegen wir 10 Sand. Ja, wir gucken jetzt mal, wie viel Clay wir haben. Wir haben 10, 20. Das heißt, wir könnten zwei Wände nochmal aufwerten. Wir brauchen immer... 10 Sand, ne? Wir machen nochmal Sand. 20 Sand. Gucken wir mal. 1, 2 Sand. Jetzt brauchen wir immer 1, 2. Ein Ziegel. Ziegel, also immer 1, 1. Ein nasser Ziegel. Und die müssen wir dann halt draußen hinlegen. So, dass wir dort trocknen lassen und daraus dann die Wand basteln können. Das ist eigentlich super easy hier, geht relativ schnell. Fatzel, Fatzel. Können wir die 10 gerade mal hier draußen hinlegen. So. Man leider immer einzeln hinlegen hier. Das geht irgendwie nicht. Linksklick, rechtsklick, will er nicht reinziehen. Aber das geht ja Gott sei Dank relativ schnell. So. Hier können da trocknen. Wenn wir gerade die nächsten 10 machen. 9, 8, 6,
5, 4, 3, 2, 1 und nochmal 10. So. Kann man die Foundations hier eigentlich auch aufwerten? Mal gucken. Haben wir wieder, ne? Brauchen wir gerade nicht. Gibt's mir den mal. Ja, kann man auch mit 200 Zement. Übrigens, hier wurde die Struktur erhöht, wie ich gerade sehe, von 100 auf 200. Ne? Das heißt, man könnte eigentlich besser mit den Foundations sich einen Zaun bauen hier. Wäre vielleicht mal eine Überlegung wert. Halt, die müssen jetzt erstmal wieder alle hier rein. Trocknen. Dauert eine gewisse Zeit dann. Dann müssen wir gerade jagen gehen. Wir brauchen Fleisch. Wir brauchen Fleisch, ob du willst oder nicht. Ja, schön, das heißt, hier sind Zähne dran. Mal wieder einen mitnehmen für einen neuen Speer. Hier noch ein bisschen. Ein, ja. Ist voll. Lassen, lass mal auf. Ah, die dusseligen Kartoffeln. Die Kartoffeln. Übrigens, falls du was geschrieben hast unter der letzten Folge, ja, kann ich das gerade nicht lesen, beziehungsweise darauf reagieren, weil ich ein bisschen im Voraus aufnehme und somit noch nicht direkt darauf eingehen kann. So, heißt, wir könnten schon mal eins brutzeln, schon wieder Federn hier. Können wir eigentlich ganze Baumstämme hier reinpacken? Ich glaube nicht, ne? Glaube nicht, ich glaube nicht. Da muss immer der hier rein. Schmeiß mal hin, mach mal rein. Hin. Das sollte. Fliegenfedern. Duseligen Federn, die sind immer nur im Weg. Noch einen reintun. Auch schön lang brennt hier. Den nehmen wir mit für den neuen Speer. Der hält ja nur noch von 12 bis Mittag. Kann man sich eigentlich später auch Tiere züchten? Das wäre geil. Das wäre echt geil, wenn man Tiere züchten könnte. Da wächst auf jeden Fall wieder eine Gurke. So Gurken und so weiter findest du immer weiter, ne? Was du nicht findest, sind halt Kartoffeln. Ich habe noch keine Kartoffeln gefunden, aber wirklich null. Hier gibt es gerade auch keine. Mag am Winter liegen mit Februar. März sollte es aber wieder grün werden. Wir können ja gerade ein paar Fische fangen. Die sollten da sein. Erfrieren wir zwar bei dem Wetter. Aber egal. Nein, bleib hier. Blöd zum Fische fangen. Boah, und jetzt hörst du das Schwein quieken, ne? Alter. Da dahinter. Thunfisch. So einem kleinen See. Ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht. Okay, das hier können wir auch nochmal trinken, ne? Ja, mit den 12,8 schmeiß mich weg. Können wir hier mal gießen gerade. Wenigstens ein klitzekleines bisschen Wasser. Hier können wir die nochmal voll machen. Direkt mitgießen hier mitmachen. Aber die sind ja sofort fertig, ja. Warten wir noch gerade. Mal. Einmal. Einmal. Oh. Schön. Wasser. Ah, komm her, natürlich. Was auch sonst. Tot. So. Nauze. Nerven echt die Typen. Und sowas von nervig, wirklich. Es ist grauenvoll. Wo ist jetzt das, Komm, bleib stehen. Weil weiß auf weiß ist schon fies, ne?
nicht stehen bleibt, ey. Fuxi, wo bist du? Ich wollte eigentlich das Schwein haben, was ich gehört habe. Ja, noch irgendwo rumlaufen. Das ist doch, das kriegst du ja ganz easy. Wegläuft. Das muss hier irgendwo sein. Wo ist denn die Sau? Voll getarnt. Vorne irgendwo sein. Hier ist nochmal Mais. Verarschen. Ah. Ja, das ist natürlich clever, ne? Hallo, gib mir meinen Speer. Alter, jetzt haust du den daneben. Willst mich verarschen? Das war wieder sehr clever. Aber okay. Scheiß auf die Haut. Deswegen sollte man besser einen Bogen nehmen. Holy shit. Danke. Wieder ein Speer. Eine 9. Wie viel Leben haben wir noch? 35. Okay, hier bringt die Rüstung ein bisschen was. Ist ja schon mal gut. Oben war noch der Hirsch irgendwo, aber der haut ja direkt wieder ab, ne? Boah. Was ist denn das für eine... Oh, wir findest nix hier. Nach Hause. Carbs brauchen. Aber guck mal, hier, es fängt wieder an grün zu werden. Zusammen. Gott sei Dank, der Winter verschwindet so langsam. Das ist schon mal sehr gut. Wo bist du denn, mein Freund? Hängst du da hinten fest? Können wir dich einfach einsammeln? Das wäre Bombe. So, jetzt können wir das schon langsam. Ja, mach wieder alles kaputt. Wo denn? Das hört sich alles gleich an. Fuchs. Verarschen hier. Guck mal, was der einen Schaden da dran macht, ne? Das ist unglaublich. Das ist ein Mini-Fuchs, der beißt sich da die Zähne aus. Er kann niemals im Leben so viel Schaden da dran machen. Dann können wir essen. Sehr gut. Wir können gerade mal mit der anderen hier Wasser holen. Wir müssen die Melonen hier gießen, weil die geben unsere Carbs. Bisschen. Wenn die gegossen ist, sonst noch irgendwas da. Die zwei. Hier ist noch ein. Sehr gut. Können wir hier gerade die Melonen reinpacken. Inventar hier. Carbs. Danke. Die Melonen sind echt Bombe. Die sind richtig Bombe. So. Uns fehlen immer noch die beschissenen Kartoffeln. Aber gucke mal hier. Die Bricks sind alle trocken. Das heißt, wir können jetzt auf jeden Fall noch zweimal die Wände aufwerten. Das kann weg, die Federn können weg. Naja. Oh, zwei ist das. Kann man jetzt, wenn sie getrocknet sind, Gott sei Dank alle so mit E aufheben. Das ist super. So, jetzt können wir hingehen. Bam. Stein. Hat das auch 200 wert. Bam, Stein. Sehr gut. Uah. So gefällt mir das. Sieht doch direkt 10-mal besser aus. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Dickes Fenster. Jawohl, Türe, das kann man dann auch alles aufwerten. Dauert natürlich nur elendig lange. Aber okay, so ist das Leben. Das haben wir, das haben wir, das haben wir. Die können wir wieder voll machen. Dupidupi. Sehr schön. Aber wir haben es geschafft. Wenn es dir gefallen hat, lass einen Daumen hoch da. Falls noch nicht geschehen, darfst du gerne abonnieren, Glocke aktivieren, so dass du nichts mehr verpasst. Und ich sag wie immer, ciao mit V, bis zur nächsten Folge, euer Ede.